Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roleplay Fauna Farmers Reloaded. Hier ist euer Günther Neufeld bzw. euer Commander Keule. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet, schön, dass ihr mit dabei seid. Freut mich monstermäßig, ja, ich habe den ein oder anderen Kommentar von euch gelesen. Wieder mal unter den Videos, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Es gibt auch kein richtig, es gibt da kein falsch. Ich nehme viele Sachen zur Kenntnis und einige interessieren mich, eine interessieren mich überhaupt gar nicht. Weil jeder hat ja so eine eigene Vorstellung und seine eigenen Ideen von einem RP oder wie etwas abzulaufen hat oder halt nicht abzulaufen hat. Und ich kann euch auf jeden Fall guten Gewissens sagen, dass ich meine eigenen Vorstellungen natürlich auch habe und ich hier meinen eigenen Plan so ein bisschen verfolge auch von einem RP. Und ja, ich weiß, dem einen oder anderen geht das ein bisschen auf den Sack vielleicht, dass ich hier den Produktionsweg diesmal eingeschlagen habe, um halt nicht permanent immer nur auf dem Feld unterwegs zu sein und nicht immer nur permanent Ackerwirtschaft zu betreiben, sondern auch mal ein bisschen was anderes mache, erst recht in dieser riesen Vielfältigkeit, die halt der LS halt nun mal auch bietet, wie zum Beispiel auch die Produktionen ein bisschen näher zu bringen und auch ein bisschen was zu zeigen, was die Produktionen können. Was das bedeutet, Produktion zu betreiben, was da überhaupt Möglichkeiten gegeben werden, was da überhaupt möglich ist an Produktion. Und das beinhaltet nun mal leider Gottes auch diverse Transportfahrten, hin und her zu fahren, hier und das machen und dort machen und tun. Was ich ja auch immer wieder gesagt habe, und davon gehe ich halt auch einfach nicht weg, es gehört einfach dazu. Genauso wie tausendmal übers Acker zu gruppern, tausendmal einen Acker zu besehen, tausendmal einen Acker zu ernten, es ist auch immer wieder dasselbe. Also verstehe ich nicht ganz, wenn man sich halt darüber beschwert, dass hier halt in regelmäßigen Abständen halt auch die Transportfahrten gemacht werden. Verstehe ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil genau das gehört halt nun mal zur Produktion einfach mit dazu. Ist einfach so. Auf der anderen Seite, weiß ich aber auch, dass es viel, viel, viel RP bringt, weil man halt viel mit allen Leuten halt auch zu tun hat. Ist halt einfach so. Man hat mit diversen Leuten hier eine Beschäftigung und man kommt halt mit diversen Leuten halt so auch in den Kontakt. Und das wird sich halt immer mehr steigern, je mehr Fortschritt halt auch zukommt. Ne? Wir sind halt immer noch, und ja, wir sind halt schon bei 133 Folgen jetzt mittlerweile, aber wir sind halt immer noch relativ weit am Anfang, zumindest was die Produktion angeht, zumindest was auch den Günther Neufeld und seine Produktionsketten angeht. Das ist ja alles noch nicht einmal wirklich alles abgefordert worden vom Landhandel. Wir haben noch nicht einmal irgendwie alles beliefert, was beliefert werden kann. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie man halt auf die Idee kommt oder irgendwie Leute auf die Idee kommen, dass es langweilig wird und dass man hier mal langsam was anderes machen muss und mal andere Wege einschlagen muss und so weiter und so fort. Wir haben die Baustelle noch vor uns. Es wurde noch nicht mal angefangen zu bauen. Es ist jetzt Mitte Januar. Es schneit. Wir haben miserable Bodenverhältnisse teilweise. Und ja, es ist einfach Fakt, dass wir definitiv noch weit, weit, weit gehen müssen. Und bevor ich hier anfange, irgendwie was anderes zu machen, das wird halt auch noch dauern. Weil der Günther einfach überhaupt noch nicht da angekommen ist, wo er eigentlich ankommen will oder ankommen soll mit seinen Produktionen. Ja? Da will ich einfach mal losgeworden sein, bevor halt hier irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Lust verloren wird an einem Spiel, was halt so viel Potenzial mit sich bringt und einfach noch nicht mal 5% von dem Potenzial wirklich ausgenutzt sind. So. Aktuell, ne? Wer weiß, wo der Günther noch landet? Wer weiß, vielleicht ist der Produktionshof ja auch ein totes Kapital, was ihn halt voll in den Ruin stürzt und er muss sich irgendwie also anderes noch holen oder suchen. Oder vielleicht wird der Produktionshof auch noch multifunktionell einfach an irgendjemand anders verkauft oder übergeben und er sucht sich vielleicht doch eine kleine Schweinezucht oder sonst was. Das weiß man doch alles gar nicht. Ja, das ist ein Roleplay. Ja, es ist ein Roleplay und definitiv ist da noch nicht alles entschieden. So, wir befüllen jetzt nochmal hier unsere Herbizidanlage.
Langsam wird es auch dunkel hier im Nest. Keine Kapazität mehr für Essig selber. Okay. Lassen wir den jetzt hier erstmal stehen. Müssen sowieso nochmal hoch Sand holen. Die Sandanlage ist ja das einzige, glaube ich, was aktuell immer noch brechend voll. Oh, ein LKW. Da kommt ein LKW. Da kommt ein LKW, ein Bagger. Da kommt ein Traktor mit Sperrschilder. Entschuldigung. Hallo? Guten Tag. Moin. Ach, Herr Sieben, Sie sind's. Ich wollte gerade sagen, wer sind Sie denn? Ein Mann mit Sonnenbrille und Hut. Guten Tag. Ja, wir wollen heute Abend schon mal die Maschinen schon mal rüberbringen. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Ich war gerade auch schon ein bisschen sprachlos, wozu Sie diese riesen Bagger brauchen, aber okay. Das soll doch zügig gehen, oder? Ich hoffe es doch. Also wenn Sie sagen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, hier irgendwas aufzureißen, dann ist jetzt die Zeit gekommen, hier irgendwas aufzureißen. Oder Sie stellen einfach nur hin und kommen 2 Monate wieder oder so. Ich weiß es ja nicht, wie der Plan ist. Also, so lange sollen wir doch nicht warten. Immer. Ja. Ja, nee, cool. Kommt da noch mehr oder noch ein muss ich LKW. Platz schaffen hier auf dem kleinen, geringfügigen Hof. Also ich habe ja fast keinen Platz hier. Nee, wir sperren nur das ab, was wir zum Arbeiten brauchen. Okay, ja. Sie haben ja die Bemaßung, ne? Die Bemaßung haben wir ja. Das ist sehr gut. Ja, nee, dann ist ja alles im grünen Bereich. Dann von mir aus abladen und breiten Sie sich aus. Ich habe ja ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz haben wir ja. Also Platz. Sie können auch die LKWs von mir aus hier in die Scheune da geradezu, hier in Silo da drunter fahren oder so, dass die nicht so komplett zugeschneit werden oder keine Ahnung. Wird eben nicht benutzt aktuell. Okay. Oh, also ein LKW nehme ich gleich auf jeden Fall mit. Weil muss ja dann in den anderen LKW irgendwie rüberkommen, ne? Wie, kommt doch noch ein LKW? Ja, den stellen wir aber dann nur hier erstmal ab. Also, der ist ja nachher zum Schüttgüter transportieren, ne? Ach so, ja, okay, ja, tun Sie sich keinen Zwang an. Dann laden Sie ab in Ruhe. Ich wollte sowieso jetzt gerade nochmal hochfahren. Ich muss nochmal in die eine Anlage. Okay. Bisschen was abholen und dann würde ich wiederkommen und dann können wir ja gucken, wie weit Sie sind. Ja, machen wir so. Gut, dann bin ich erstmal weg. Wenn was ist, einfach anrufen. Machen wir. Gut, viel Spaß. Danke, Ihnen auch. Tschüss. So, Karl-Heinz. So. Ja, dann ist ja schick. Dann können die hier abladen und wir fahren mal hoch und holen nochmal was aus der Anlage. Das ist ja geil, ne? Geht's vorwärts hier mit der Baustelle, das ist doch schon mal schön. Karl-Heinz. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, also die Baustelle haben wir ja auch noch vor uns und die geht jetzt los anscheinend, Gott sei Dank. Da müssen wir halt gucken, auch da weiß kein Mensch so richtig, was sind die Kosten am Ende des Tages. Wir haben zwar einen Kostenvoranschlag ja erhalten. Aber auch da weiß man nicht, man weiß alles, ne? Also man hat genug Erfahrung jetzt mittlerweile, Baukostenvoranschläge und so weiter ist nicht das, was es am Ende des Tages wirklich kostet. Es kann sein, dass das immense Kosten nochmal mit sich bringt, es kann sein, dass es vielleicht günstiger sogar wird.
Es kann alles beinhalten. Der Bau kann sich jetzt verzögern aufgrund der Wetterungsverhältnisse. Wir haben schließlich Januar, es schneit auch gerade leicht. Was weiß der Geier, ja? Am Ende des Tages heißt auch nicht, das, was da gebaut wird, funktioniert. Am Ende des Tages kann auch passieren. Also, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber es kann halt Möglichkeiten über Möglichkeiten geben, was es hier am Ende des Tages bedeutet, so ein Bauunternehmen zu führen und so ein Bauvorhaben zu haben. Das heißt ja nicht am Ende des Tages, dass das halt auch alles so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ne? Kann ja auch sein, dass das alles nur Kacka ist. Und am Ende des Tages nur Much bei rumkommt. Weiß man nicht. So, wir werden jetzt auf jeden Fall wieder eine Transportfahrt machen, natürlich, so muss es auch sein. Wir holen ein bisschen Sand ab und wenn wir dann wieder zurückkommen zum Hof, dann bin ich mal gespannt, wie weit der Kollege Herr von Sieben da wirklich ist mit unserem Bauen. Beziehungsweise er wird da wahrscheinlich jetzt einfach nur, wenn ich das richtig gesehen habe, war auf dem einen ein paar Bauschilder, ein Bagger, der wird da wahrscheinlich einfach nur ein bisschen das Zeug beiseite stellen. Und dann gucken wir mal, dass jetzt ja, Anfang nächsten Monat oder so, dass da ein bisschen was gebaut wird. Ich denke mal nicht, dass das jetzt so super schnell voranschreiten wird, dass da innerhalb kürzester Zeit wir Erfolge jetzt schon verbuchen können. So. Sehr schön. Da haben wir ein bisschen Sand. Wenn wir nämlich wieder in unsere Bierproduktion investieren. Das ist auch das nächste. Die Bierproduktion ist noch nicht mal losgegangen. So, ja, das ist halt auch noch etwas, was komplett überhaupt nicht losgestoßen ist, überhaupt nicht angestoßen ist, überhaupt nicht losgegangen ist. Und ja, darüber hinaus gibt es ja noch viel, viel weitere Diskussionspotenziale, was die letzten Male so angestoßen wurde, ob es vielleicht sogar eine Schnapsbrennerei noch gibt, die man beliefern könnte für diverse Feste auch. Wir hatten ja jetzt unser Fest hier, ne? Saisonabschlussfest bei unserem Lona Louis. Da haben sie zwar ein bisschen was dabei gehabt an Schnäppes, aber auch da kann man natürlich drüber nachdenken und sagen, boah, vielleicht, ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht holt man da noch was, vielleicht holt man da nichts mehr. Ist alles so eine Möglichkeit, definitiv gegeben ist. Ne? Darüber hinaus ist auch immer noch der Wille, zumindest bei mir da, ich weiß nicht, wie es bei den Zuschauern da draußen ist, die Zuschauerzahlen sind eigentlich konstant, die werden weder weniger noch mehr. Schade eigentlich, ich habe immer die Hoffnung, dass es halt irgendwann mal mehr werden. Da seid ihr natürlich auch gerne gefragt, ein bisschen Werbung zu machen, ne? Ein bisschen auf Social Media ein bisschen Werbung zu machen für das Projekt. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist natürlich, dass ich auch nicht davon abgeneigt bin, hier immer noch eine helfende Hand zu mir auf den Hof zu holen, wenn es da jemanden gibt, der halt Interesse hat, hier ein bisschen mit dem Günther zusammen das Ganze zu machen. Bringt halt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten natürlich auch der Unterhaltung. Ne? Also aktuell bin ich ja ziemlich oft ein Alleinunterhalter. Was natürlich nicht so gewollt ist. Also ich setze mich nicht hier hin und sage, ey, ich habe keinen Bock, dass hier irgendwer mit mir die ganze Zeit am Quatschen ist über CB-Funk oder so. Das wäre halt schon cool, wenn es halt jemanden geben könnte, mit dem man halt die ganze Zeit nebenbei noch reden könnte ab und zu, ne? Der halt auch mal ab und zu ein paar Fragen stellt oder so. Oder halt auch Aufträge entgegennimmt oder so. So wie es halt die ganze Zeit mit dem Tobias unten am Landhandel war. Ne? So ein bisschen, so ein Sparringpartner nehme ich das immer zum RP machen. Das ist eigentlich immer ganz cool. So, ne? Und da ist definitiv keiner von uns abgeneigt. Da brauchen wir an diversen Stellen sowieso noch gerne Zuwachs. Also auch Leute, die hier in der Stadtverwaltung sind oder Leute, die halt einen Förster mitmachen oder. Hab mir eigentlich immer so gedacht, die Leute, die halt so ein bisschen Polizei, Feuerwehr
und Stadt machen. Die können halt nebenbei solche Sachen wie Förster und Winzer und sowas zum Beispiel machen. Ne, ein bisschen Traubenlese und so. Das ist eigentlich eine ganz geile Nummer. Die gibt es aber aktuell einfach noch nicht. Solche Leute haben wir noch nicht wirklich, außer den Bürgermeister. Also wer sich da berufen fühlt, da reinspaziert. Je mehr Leute, je lebhafter, umso mehr Spaß haben wir hier. So, dann füllen wir den jetzt hier erstmal rein. Und dann nehmen wir den hier als nächstes. Ist ein bisschen schade hier, die Produktionsecke hier. Da wäre geiler gewesen, wenn man halt entweder ums Gebäude rumfahren könnte, weil der Zaun schließt hier hinten direkt ab, oder wenn es halt hier so eine Durchfahrt gewesen wäre, wo man wieder auf die Straße kommt. So ist das halt irgendwie ein bisschen, würde ich sagen, scheiße platziert, aber doch, es ist scheiße platziert. Man hätte es auch vors Gebäude setzen können oder zumindest halt, wie gesagt, die Möglichkeit, ums Gebäude noch rumzufahren. Das ist gerade aktuell ein bisschen, ja, um es nett auszudrücken, bescheiden, ne? Habe ich es wieder. Drehschirme. Anhänger muss eh hier stehen bleiben, da ist noch Sand drin. Stehen. So. So. Ja, perfekt. Dann können wir zurück zum Hof erstmal. Gucken. Vielleicht hat er ja schon irgendwas abgebaut, aufgebaut, wie auch immer. Boah, hier ist schon wieder glatt. Himmel hilf. Na gut, dass wir Unimog fahren. Keiner gesehen. Ich wollte hier nur mal nach dem Blümchen gucken. So. Dem Blümchen geht's gut. Braucht nicht gegossen werden. Sehr schön. Ja, sieht doch klasse aus. Bin ich schon da? Nicht schlecht. So, hat er jetzt aber nur abgeladen, ne? Hallo? Oh, ist keiner mehr da. Hat er nur abgeladen? Das ist gut. Ja, dann werden wir jetzt pennen gehen. 16 Uhr Feierabend machen. Ja, können wir vorne ein Tor zumachen. Dann werden wir jetzt schlafen gehen. Machen wir vor heute Feierabend hier auf dem Hof. Und ja, dann gucken wir mal, dass die Baustelle losgeht. Und dass der Rest auch alles funktioniert, Jungs und Mädels. Däumchen raus, Abo raus, schaltet gerne zur nächsten Folge ein und dann gucken wir mal, was mit der Baustelle hier wird, beim Günther auf dem Hof. Kuss auf die Nuss, liebe geht raus, tschö mit Ö.